So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Ranked. Und ja, wir sind in der Promo. Mit dabei ist wieder die Hand, a.k.a. Lulu. Ja, hat sie sich mittlerweile verdient, definitiv. Auch wenn sie jedes Mal neu überlegt, was sie spielt. Und ja, wir sind im ersten Promo-Game. Schauen wir mal, was draus wird. Ich bin ja voll zuversichtlich, dass wir die ersten beiden Promo-Games direkt gewinnen und voller Hoffnung, dass ich direkt von Silber 4 auf Silber 2 eingestuft werde. Was definitiv nicht passieren wird, aber man darf die Hoffnung ja nie aufgeben, ne? Ist so. Weil ich habe gehört, jetzt ist irgendwie eingefügt worden, dass wenn man in seiner Liga gut spielt, was ich eigentlich nicht so gemacht habe, und dann noch die Promo durchrusht, dass man direkt eine Liga weiter oben eingestuft werden kann. Schauen wir mal. Könnten jetzt natürlich auch hinten rumgehen, hier durch den Jungle und dann die Botlane holen, wenn sie hier steht, ne? Na, egal. Nein, weiß ich doch. Meinst du, kältert zuerst die Falle? Da hättest du doch schon ein paar gesetzt. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner... Falle kostet nichts. Einzelnen Teile. Nein, Fitz ist nicht ein Franz Hatze, nein. Warum? Ihr wisstet ja, Franzatzen und Spanatzen. Die muss man einfach klatschen. Was? Nur weil er Ui schreibt? Ach, Ui. Ach, so wird Ui geschrieben? Bei Nintendo Ui schreibt man noch anders. Morgana, bitte. Jo. Wirft mich ja völlig aus dem Konzept gerade. Ja, waste dein Mana, Morgana. Ist okay. Kann ich mitarbeiten? Was denn? Wieder auf Damage? Okay. Sehr gut. Die Morgana kann ich bis jetzt noch überhaupt nicht einschätzen. Die spammt halt wirklich die Fläche. Keine Ahnung, was sie damit bezwecken will. Völlig mad, oder was? Okay. Ach, jetzt macht sie ihr Schild. Sehr gut. Nice. Toplane ist schon mal dabei. Ach ja, die müssen jetzt zusammenhalten. Oh mein Gott. Das ist der Mumu. Daneben. Auch daneben. Oh, aber gutes Timing von Rammus. Aber mein Flash ist raus. Ah ja, gut. Mal wieder Mana auffüllen. Morgana muss auf jeden Fall back to base. Das ist für uns hier erstmal eine Runde pushen. Ich
getötet. Wow. Ein Gegner wurde getötet. Nice. Nice. Beide auf Caitlyn. Das ist schön. Aber ihr seid. Ziemlich low. Jetzt solltet ihr aufpassen, aber zumindest die Caitlyn, dass jetzt nicht Amumu gleich ums Eck kommt, ne? Machen wir uns mal zwei für beide Seiten ein Ward. Haben wir die Mitte schon mal safe, hat das angeht. Das ist sehr gut. Wenn Maokai jetzt schon anfängt zu flamen, das gefällt mir sehr gut. Ist ein Toxic. Report call in 5. What? Ach, jetzt bin ich ja schon Level 5. Ah, jetzt hätte ich die Fläche skillen sollen. Ja, was ist. Im Eifer des Gefechts, ne? Kann das schon mal. So, jetzt muss ich auf jeden Fall mal warden. Schon wieder Amumu. Oh, er hat getroffen. Glückwunsch! Nimm das. Also die Gags vor dir sind wirklich von Erfolg geprägt hier. Fitz wird zerlegt mittlerweile von Riven. Das ist nicht schön. Aber dann fang halt mein Vieh, wenn es dich glücklich macht. Eine fette Riven, das ist unschön. Wie farmt die Riven denn? 48, Alter! Was ist denn die Morgana? Ist die schon wieder erschoppen oder was? Ja, Rammus hat gerade gewordet. Der Blueboy ist schon weg, aber. Ja, mir fehlt da die Fläche, außerdem hat sie noch zu viel. Achso. Die Use von Morgana sind echt OP. What? Nicht Krieg, sondern. What? Ein Gegner wurde getötet. Oben räumen sie wieder. Okay, holen sie sich wieder. Sehr gut. Diese Bindings, ist echt krass, was... Weiß ich nicht. Reicht nicht? Ignite und Auto-Hit und ist... Ach, Alter. Ja, aber Ignite. Boah, ist das eine Grütze. Naja. Naja.
Hätte gedacht, dass das reicht. Weil das sehen wir ja sportlich. Auf jeden Fall habe ich sie mit 40 Creeps outgefarmt. I don't die easy. Aber ihr Schild war doch auf Cooldown. Holy Scheiße. Kauft sie denn? Na, gleich wie ich. Na jo. Wieder weg. Ich glaube, jetzt kriegt sie ihren Blue. Nö. Bin ich. Mal ein bisschen zurückpushen, das geht ja so nicht. Ach, jetzt kommt hier ein Gank, Alter. Macht echt bösen Schaden, ey. Es ist Ramos alleine. Es ist. Sie hat nochmal springen. Ah, geil. Hat überlebt. Nein. Nein. Oh. Der sitzt sogar. Lol. Ah, sie überlebt. Organa-Schild. Schade, schade, schade. Sah aber gut aus. Shield mit IE, ohne IE. Nice! Holy! Oh mein Gott. Alter. Ich brauche noch ewig, ich bin noch lange nicht da. Boah, außer Range von rausziehen, sehr gut. Warum geht die nicht in den Shop, wenn die sich backportet? Was ist mit der los? Der Klassiker. Alles gut. Geht mal lieber Farmbot. Geld braucht Farm. Ja, trotzdem, noch mehr Farm. Wir wollen ihn jetzt alle hier. Gib mir lieber den Top Tower Deffen, Freundchen. Der Teleport. Ah, ich bin zu spät. What? Hier geht's Mana aus. Und da raus, ja. Ja, Mana, das ist so. Lol. Okay. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, Entschuldigung. Nice. In Drake. Marker ist aber echt mit, glaube ich.
Hm. What? Aber jetzt ein bisschen optimistisch. Jetzt Riven Mitte, ne? Was? Macht man nicht. Echt hinterher geflasht? Hat sie aber kein Flash mehr. Und da ist die Falle. Nice. Okay, für Papa. Rivenstor, wo ist bei dir? Okay. Oh, sie fängt auch mit Hurricane an. So wie ich. Die Kalista. Die ist mir sympathisch. Ist da ein drin von uns? Nee. Okay. Nee, ich meine, ob noch einer drin steht. Mhm. Juckt mich nicht. Die Pfütze wirklich. Komm mal. Ich bin erst ein Blue. Wenn ich es nicht wieder verkacke. Nix. Na, wie letzte Mal war, wo der Creep von Yorick. Müsste auch mal shoppen gehen mit 2500. Ja. Kann man machen. Organa, ey, du bist so lächerlich. Komm her jetzt, das Kind. Das muss jetzt diesmal reichen. Geht doch. So, du kriegst auch noch einen Dot mit. Und den Silence des Grauens. Alter, was bin ich für ein Lackpfosten? Nee, da sag ich mal, das hat mit Skill gerade nichts zu tun. Bin ich jetzt mal ehrlich. So, ich baue jetzt mal hier das aus. Und Schuhe, ne? Haben wir gelernt. Gucken wir noch aus. Alter. Ulti 20. Aber da geht die Riven nicht. Dum 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 dum. Ach, die ist bei euch unten, okay.
Ah, lol. Hat's alleine gemacht! Dragon gleich. Ah, der Trade war mies, kurz vom Drake. Sind wir? Wicke! Nein, ich habe kein Mana, nichts. Nein. Ein Bait. Da muss es auch low life. Ja, Momo kommt jetzt auch her, glaube ich. Riven gefunden! So! Haben wir das? Okay, dann sind sie weg. Ist echt mad, hä? Wollt ihr? Oh mein Gott. Dann nicht. La 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 la. 21-13, aber heißt noch nichts, Leute. Ich muss mal kurz die Top Lane pushen.
Alter, der Buscher. Caitlyn, risky. Aber so fett ist er nicht, ne? Ihr seid nur zu dritt, ne? Ahne nichts Gutes bei euch da. Macht ruhig weiter. Nur Stop Lane. Nice. La 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 la. Oh, die kämpfen immer noch weiter, kommen nicht zu mir. Nice. Ah, die falsche, ja, ich weiß. Und ich tank den Tower und dann bin ich weg. Tschüss. Aua. Aua, nee. Und ihr Schild ist auch einfach mal mega. Naja, komm. Tower inhib und fast noch einen zweiten Tower. Naja. Ich würde sagen, trotzdem worth. Gregorino wäre auch ab. Macht einen Fitz jetzt. Er weiß aber schon, dass er von einem Minion verfolgt wird, ne? Self-Warding nennt man das, glaube ich. Ja, gut, das war suboptimal. Ja, wenn man einen Creep im Schlepptau hat, sollte man vielleicht ein bisschen anders laufen. Oder halt versuchen, erstmal von dem Creep wegzukommen. Ne, Joie. So, Caitlyn macht das schon mit Ramos. Da brauche ich nicht nochmal hin. Kann ich mir direkt den Blue holen. So. Dann lasse ich auf der Botlane mal den Farm, ne? Ja, ich sag doch. Sonst wäre ich ja Botlane gekommen und hätte schnell durchgepusht, aber. Ich hab gesehen, dass du da unten bist und hab dann gesagt, okay, dann lass ich dir mal den Farm. Wo, was, wie? Frozen Heart ist ganz lustig. Gegen das Team. Das geht aber auch nur, wenn der gegnerische... Oh mein Gott, das ist ja Maokai. Geben wir Ramos mal ein bisschen... Flankierungsschutz. Okay. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf.
Ich hab mein Stundenglas vergessen! Ich Hoden! Caitlin, dein Fokus ist nicht dein Ernst. Was? Kate, ist es dein Ernst, oder was? Habst du den leichten Duft von einem Throw in der Nase? Alter. Du hast mal Schuhe ausgebaut, ey. Nervt mich. Vergesst einfach wieder mein Stundenglas in so einem Fight. Ich könnte... mir wieder selbst in die Fresse hauen. Na, spring. Ja, ist ein Bait. Nö. Sag das nicht mir. Lol. Warum das denn? Geht lieber One-Hit. Ramos gibt sich wieder, ne? Warum gehen die so deep? Nein, 9, 9, 9, 9. Oh, was? Stundenglas! Yes! Scheiße. Doped. Doped goes so deep. Doped. Ramos. Bitch, was tust du da? Ja, mittlerweile macht sie das auch. Das ist richtig. Wir holen sie von hinten ab. Das ist gut. Break ein paar Sekunden. Ach, die warten auch schon. Ne, er wollte. Lol, mit so wenig. Mit so low HP. Oh, so Leute hasse ich ja, ne? Low HP, alles am Leben, aber man geht trotzdem zum Drake nochmal hin. Naja. Ja. Bull? Na doch. Eigentlich müssen wir den Innen wieder einreißen. Ja, aber der Top Tower ist doch schon fast down. Das verstehe ich sowieso nicht. Hat er bei dir gefunden? Ramos zieht Mitte an.
Ah, nee. Weg! Hm. Oh, sie hat mich wirklich getroffen. Ich krieg nichts raus, ich werd hier hochgeschmissen, alles. Das ist so... so dumm. Hätte mich einfach sterben lassen sollen. In Würde. Ja. In so einer Situation ist das, ja. Das ist der Supporter halt mir. Rar. Jetzt waren sie Baron, oder was? Holy. Driven must die. Wirklich? Und der Smash weg. Ich wäre jetzt genau da an dieser Position, wäre ich jetzt sowas von vorsichtig. Ich brauche auf jeden Fall leeren Stab. Ja, wir müssen nicht nur killen, wir müssen auch clever spielen, ne? Das ist es nämlich. Wir müssen wir die einzeln catchen oder ich weiß es nicht. Irgendwie müssen wir uns das einfallen lassen. Nee, das ist es ja. Das haben sie aufgegeben. Einzeln reingehen. Was? Verdrückt mich hier ständig, glaube ich. Wollte mich die ganze Zeit meine Silence Wall setzen, aber... ja, später. Wollte ja vorher schon 3-4 Mal setzen. Nein, mein Pink Ward. Du hässliches Vieh. Hasse dich. Oh, da ist ja ein bisschen was. Nein. Und Ramos ist... ja, das ist... Ramos sollte vielleicht mal beim Team und so. Verstehst du? Es wird nichts. Irgendwie... vom Positioning ist das immer gar nicht so schlecht, wie wir anfangen. Aber irgendwie... während des Fights. Ja. Auf die Mauer. Ja. Ja. Ramos ist dumm. nur defen bitte. Und lass dich bitte nicht catchen. Caitlyn? Nein, ich meinte eigentlich gerade Caitlyn. Ah, nee, das kann ich... Das darf ich mir nicht erlauben. Oh, 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 oh. Okay, Ribbon Ulti raus. Dann nimm noch irgendwas anderes, Ramos, ey. Bitte! Na klar. Und Riven macht Botlane, aber wir pushen jetzt die Midlane ein. Scheiß drauf. Einfach raus.
Inep haben wir. Können wir uns aber nicht erlauben, obwohl die müssen eigentlich deffen. Achso, ich hab Ulti. Oh ne, geh raus. Da ist Amumu auch noch. Oh! Die offensichtlichen Ward, Morgana auch. Nein. Ich bin so behindert. So, da. Die ganze Zeit verfehlt sie ihre scheiß Bindings, ja? Und dann, wenn ich echt mal damit rechne, dass sie verfehlt und mich nicht bewege, trifft sie. Ich weiß es doch auch nicht. Aber es ist eine berechtigte Frage. Lalalalalalalalala. Komm, lass mich da endlich mal leben. Was ist denn hier los, ey? Wie Drakes haben die eigentlich 2? Okay, wir haben 3. Oh Mann, oh. Der Rest von uns auch, er muss es shoppen. Der Top-Lane können sie uns halt nicht flankieren, ne? Also nicht so offensichtlich. Nein, ich bin doch schon wieder am Arsch! Mann, ich will nicht immer sterben! Leck mich! Rexfoot, stirb einfach! Och, die heilt sich hoch. Mann, ich krieg's kotzen! Ich hab ein Ward reingestellt gehabt. Nein, hatte ich nicht. Ich hab noch 2. Ja, ist egal. Mann, ach. Alles in der Mitte. Kann ich damit rechnen, dass Riven genau da steht und... Nein, 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 nein. Und die holen sich Fitz. Ja, aber wo... Wo auch immer, das ist... Also Fitz kann ich gerade verstehen. Ja, ich wollte, dass wir über die Top-Lane gehen, deswegen wollte ich über den Jungle gehen und da stand halt Riven im Busch. War nicht schon wieder Baron. Naja, hat dir gerade eben auch nicht viel geholfen. Nein. Hat dir nichts geholfen. So eine Wave am Top Tower, ne? Wäre GG, aber nein. Ja, das ist die beste Einstellung, die ich. Sowas. Sowas braucht man. Ich weiß es nicht. Ich will gerade ungern irgendwie tappen oder sonst was. Der gegnerische Inhibitor wird bald wieder aufgebaut. Und ständig durch die Mitte, was uns halt nichts bringt, so wirklich.
Weil klar, man kann jetzt ein Teamfight gewinnen und dann die Mitte wegpushen und dann einfach GG, aber... Ich hab keine Ahnung. Busybot, wir reden von der Top-Lane und jetzt geht's... Warum? Warum denn Split-Push? Ist das so ein Quatsch? Alles Mist, ne? Nichts zu sehen. Jetzt geh bitte nicht zu deep. Ich push jetzt die Mitte weg. Jetzt geh nicht back, Alter. Ist dein Ernst? Warum wollen die immer Mitte? Und die Rippen wieder. Bitte schieß. Ja, der hat sich ja schon wieder geheilt seit 3 Stunden, aber das war nur noch 2 Hits. Aber der hat sich ja... Ja, 20 Minuten. Da kommen die Taube auch mal wieder. Der hatte vielleicht noch, weiß ich nicht, 200 Leben oder so. Was hast du denn? Auf dir doch, ja, sag schon, Guardians. Warum? Handed Late Game? Ja. Du bist doppelt da? Oder kauft die Solaris? Keine Ahnung. Base doch auch nicht. Ich habe 600 AP und ich komme mir so vor, als ob ich 200 hätte. Amumu geht mir halt pervers auf den Sack, ne? Was tust du? Natürlich. Ja, dieser Heal von der Alten, das ist so... Warum ist Fitz niemand so... Wir machen Dragon, er portet sich back, jetzt steht er da rum und...
Ruppt einfach nichts. GG. Ich schreibe jetzt nicht. Ich wollte gerade schreiben, war bis jetzt noch kein Teamfight dabei. 5 gegen 5. Es ist ja auch so, boah, wie die Löwen sich heilt, ne? Diese Kate. Sie nutzt ihre Range einfach nicht aus. Ja. Dieser Fitz, Alter, was macht der? Wirklich. Also, oder? Wir machen Dragon. Teamfight steht... Oh, ich muss mal wechseln hier. Teamfight steht vor der Tür. Fitz geht in die Base. Wir haben Teamfight in der Mitte. Fitz pusht Top Lane. Also, er pusht ja nicht. Er ist einfach da. Okay. Ich dachte, das erste Spiel wird wenigstens ein Win und damit können wir schön durchmarschieren oder so. Naja, Leute. Nächstes Spiel wird besser. Ich habe keinen Bock wieder auf 75 Punkte oder ich weiß gar nicht, wenn man jetzt verliert, wie weit man droppt. Ich hoffe, wir werden es auch nicht rausfinden. Ich will endlich hoch. Ich will nämlich raus aus immer 4. Ich will endlich raus. Mann. Und obwohl der, genau, obwohl der Dings so geflamed hat, ne? Der Maokai. Da haben wir angefangen zu stronen, hat er wahrscheinlich aufgegeben zu flamen. Scheißen Dreck. Naja, Leute. Danke an die Hand, a.k.a. Lulu. Da kommt nichts mehr. Du hörst. 3-4, ich hab's gehört. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Du stehst 3-4. Armes Baby, so. Tschüss. So, und danke an euch fürs Einschalten und fürs Zusehen und ich hoffe, die nächste Runde läuft besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.